Hallo Leute, in diesem Video werde ich euch 17 Anfänger-Tipps präsentieren für das Spiel Dead Frontier 2, um euch den Einstieg in das Spiel zu erleichtern. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Macht eure Mission. In jeder Base stehen hier die grünen NPCs rum, die euch Missionen geben. In jeder der drei Basen, Albo, Haferbrock und Greywood, stehen jeweils 5 bis 7 NPCs rum, also sprich 5 bis 7 Missionen. Könnt ihr einfach anlabern in den Haupträumen und auch eine Tür weiter im Erdgeschoss. Hier noch weitere NPCs, also jeweils in den angrenzenden Türen. Im Erdgeschoss, angrenzende Türen an die Haupthalle, den die weiteren NPCs. Ja, der Sinn ist ganz einfach, jede Mission gibt Belohnungen, Geld und XP. Und damit könnt ihr halt Medis, Muni bezahlen, die ihr braucht, um das zu machen. Wenn ihr mal nichts Sinnvolles droppt, könnt ihr so eure Ausgaben damit begrenzen. Ihr könnt alle erledigten Missionen, egal in welcher Stadt angenommen, beim Trainer abgeben. Hand in Missions. Da werden dann alle erledigten Missionen abgegeben. Geht in allen drei Städten, ist egal. Alle Trainer nehmen alle Missionen an. Zwischen den Basen könnt ihr schnell mit dem Auto hin und her fahren. Sprich, wenn ihr zum Beispiel Dalbo und Haferbrock Missionen annehmen wollt, könnt ihr mit dem Auto schnell hin und her flitzen. Tipp Nummer 2. Der Stalker ist nicht killbar. Es gibt einen Boss, der ist ziemlich groß und schlaksig. Der verfolgt euch durch Türen, durch die Gebäude durch, auf der Straße, überall, bis ihr in eine der drei Heimbasen reingeht. Und dann bekommt ihr XP. Das ist ein guter Batzen, je nach aktiven Boni und so weiter. Können schon mal 15.000 bis 25.000 XP sein, die ihr fürs Abhängen bekommt. Also mag ihn. Er wurde auch genervt seit dem Patch, Level 50 Patch, sodass er nicht mehr sprinten kann. Also er läuft nur noch. Einfach in die nächste Basis rennen, XP abholen und dann könnt ihr weitermachen beim Programm. Ebenfalls genervt wurde auch, dass ihr den Stalker nicht mehr in die Knie zwingen könnt. Also ihr braucht nicht mehr auf ihn einzuballern. Bringt überhaupt nichts mehr. Einfach in die nächste Basis rennen und XP abholen. Tipp Nummer 3, Einstellungen. Da könnt ihr unter Multiplayer-Modus Lobby einstellen. Das habe ich gemacht, weil ich gerne entweder alleine spiele oder mit Freunden eigenes Spiel aufmache. Die andere Möglichkeit ist MMO. Den MMO-Server auszuwählen, dann joint ihr automatisch den MMO-Server mit anderen Spielern und könnt gegebenenfalls dort euch verbinden. Tipp Nummer 4, Rucksäcke. Sobald ihr euch das leisten könnt, kauft euch einen Rucksack. Gehen bei 2000 los. Mit denen könnt ihr halt mehr tragen. Müsst dann nicht so oft in die Basis zurück. Sprich, ihr spart Zeit, könnt schneller mehr leveln. Kommt dadurch schneller hoch, wenn ihr weniger hin und her lauft. Tipp Nummer 5. Verkauft große Medis und Snacks. Sprich, Erste-Hilfe-Packs. Sunny-Taschen, Morphium. Die könnt ihr in der Regel nicht ausnutzen mit dem Leben. Und daher lohnt sich das, die zu verkaufen. Ebenfalls das Pflaster. Verkaufe ich immer, da das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut ist. Immer viele Anfänger kaufen Pflaster. Man sieht zum Beispiel 130 jetzt kostet das billigste Pflaster. Und das Desinfektionsspray, was doppelt so viel Leben heilt, kostet nicht das Doppelte. Also keine 264, sondern nur 230. Sprich, das Preis-Leistungs-Verhältnis pro Leben ist bei Pflastern einfach außerordentlich schlecht, weil viele Ansteiger und Anfänger immer nur Pflaster kaufen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis könnt ihr berechnen, indem ihr den Preis des Medikaments durch die Anzahl der geheilten Punkte HP teilt und dann sozusagen die Kosten pro Lebenspunkt und demnach könnt ihr dann Medis kaufen. Zu vergleichen, welche preiswert sind pro Leben, falls ihr welche braucht. Ja, und bei den Snacks genauso. Erdnussbutter, Schokoaufstrich, immer verkaufen. Wir kommen mit den kleinen Sachen auch hin. Wir werden immer voll unterwegs. So, dann gibt es jetzt neue Crafting-Nahrungsmittel. Auf jeden Fall verkaufen im Moment. Alles überteuert. Ich habe auch schon Apfel für 30.000 verkauft. Also schon ganz schön jetzt wieder gesunken, aber an sich sind Kaviar das alles verkaufen. Müsst aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen unterwegs hier so ein Apfelmampf, lohnt sich auf jeden Fall, die zu verkaufen, solange das hoch bepreist ist, da das neu eingeführt wurde. Immer wenn irgendwas neu eingeführt wird, ist es immer übelst teuer. Da müsst ihr immer verkaufen und abwarten, bis dann die Preise fallen, dann, wenn ihr selber kaufen wollt. Am Anfang immer alles überteuert ist. Auch bei den Rucksäcken so, ist bei den Upgrades so. Also macht immer Sinn, wenn neue Sachen eingeführt werden, dann auch ordentlich zu spielen und das zu farmen, um das dann zu verkaufen, weil die Preise ganz hoch sind. Ich habe allein mit Rucksäcken Millionen gemacht.
Solltet ihr immer darauf achten, wenn irgendwas neu eingeführt wird. Tipp Nummer 6, Kaffee benutzen, also Eiskaffee und Energy Drinks. Die bekommt das sogenannte Koffein-High. Da habt ihr eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit, der Sprintschuh wird schneller aufgeladen. Ihr pusht einfach, ja. Spiel macht Sinn. So, dann Whisky. Ihr seht, $19 ein Whisky, gnadenlos underpriced, also wahnsinnig billig dafür, was es bringt. Wasser 375 ml, Nahrung 500 Kalorien. Also zwei Whiskys sind fast wie ein Schokoaufstrich, der fürs 20-fache weggeht. Wenn ihr hungrig seid, durstig seid, zu wenig Nahrung da habt, gefunden habt, in Natur habt, kauft euch Whisky. Der ist immer hart underpriced, also Kalorien. Dollar-Verhältnis ist absoluter Wahnsinn, wird von vielen unterschätzt. Und diese Trunkenheit wird noch verursacht, da erleidet ihr weniger Schaden. Also ist nochmal ein cooler Buff zusätzlich, lohnt sich auf jeden Fall. Tipp Nummer 7, nicht zu hoch spielen. Viele spielen zu hoch, verbrauchen übelst Money, sterben vielleicht noch, verlieren ihre XP, verbrauchen Medis und schaffen weniger Räume pro Stunde, also weniger Loot pro Stunde, was im Endeffekt bedeutet weniger Einnahmen pro Stunde, weil sie einfach zu hoch spielen. So als groben Richtwert würde ich sagen, lange Mission habt, macht ihr die Mission, minus 10 Level unter dem Level, das man hat, und maximal 5 Level höher. Also sprich, wenn man Level 10 ist, macht ihr dann die Level 1 bis 15 Mission. Wenn die ihr dann geschafft habt, dann halt Level 10, also auf dem eigenen Level noch andere Gegner farmen. So holt ihr ungefähr das Maximum halt raus. Gutes Verhältnis zwischen XP und Einnahmen, weil man einfach schneller durchkommt, mehr Loot-Spots pro Stunde, weniger stirbt, weniger Medis und Ammo-Verbrauch. Muni hat einfach viele Vorteile, nicht zu hoch zu spielen. Dazu kommt auch, dass die Drops und die Werte der Drops an das Spielerlevel angepasst sind. Sprich, als Level 10 könnt ihr auch maximal Level 10 Gegenstände und Stats droppen. Selbst im Level 20 Gebiet lohnt sich doppelt nicht, zu hoch zu spielen. Tipp Nummer 8, kauft eure Muni, die ihr braucht, auf die ihr euch spezialisiert habt, wenn sie billig ist, in großen Mengen. Also nicht, dass man nur einen Tag im Voraus oder so von Hand in Mund Muni kauft, also die Preise schwanken ja extrem. Tagsüber, früher Abend sind sie relativ billig, nachts, später Abend, früh wird es relativ teuer alles. Also das bedeutet, beobachtet die Muni-Preise und schlagt zu, wenn er am Niedrigpunkt ist, der Preis, dann kauft gleich 10, 20 Stacks, mindestens, um einfach ein Polster zu haben, wenn die Preise hochgehen und ja, dass ihr halt nicht gezwungen seid, dann irgendwelche Mondpreise zu zahlen, wenn der Markt gerade im Höhepunkt ist und ihr Muni braucht zum Spielen. Tipp Nummer 9, kauft euch Klamotten mit XP und Damage. Die sind auf einem niedrigen Level sehr preiswert. Kleidung, Kopf-XP ist das Allerwichtigste am Anfang für euch, dass ihr schnell levelt, mehr rausholt aus den Zombies an XP und somit dann auch schneller eure Skillpunkte verteilen können und dadurch wieder stärker werdet und schneller farmt und so weiter. Da ist XP einfach das Wichtigste. Max Level, das ihr seid, hier eingeben. Und dann seht ihr hier, Minus ist natürlich nicht gut, aber hier Wollmütze. 4 XP, $28, ist genial. Gerade am Anfang ist es schwierig mit dem Geld, aber wenn ihr die Tipps berücksichtigt, die ich euch gebe und einfach ordentlich haushaltet, auf die Preise achtet und so weiter beim Kaufen und Verkaufen, dann könnt ihr es auch leisten, hier für 28 so eine Mütze zu holen. Zum Beispiel die Sonnenbrille für 80 würde ich mir nicht holen, ist zwar Schaden drauf, aber 4 XP für 28 oder 4 XP für 8 macht einen Unterschied. Ende 186, schon höher geworden, wahrscheinlich jetzt durch den Patch. Viele spielen, neue Chars angefangen haben. Ja, aber in der Regel, haut einfach hier ab und zu mal rein. Da findet ihr auch Schnäppchen, Underpriced Schnäppchen, weil die Leute es einfach loswerden wollen. Den Apfel und ein Ei könnt ihr dann hier gut XP Gear euch holen. Dadurch halt schneller leveln. Ist eher selten, dass man wirklich gute, brauchbare Sachen selber droppt. In der Regel verdient man halt durch die Menge an Drops, die man verkauft. Tipp Nummer 10, macht die Outpost Attack, also den Angriff auf die Basen, der alle 4 Stunden stattfindet, mit einer Nahkampfwaffe. Hat Vor- und Nachteile, logischerweise. Der Vorteil ist, gerade am Anfang, man spart das Geld für die Muni. Wenn man halt nur mit Nahkampf den Angriff macht, spart man wahnsinnig viel Geld, weil man nichts investieren muss außer Medis und dafür dann den Bonus erhält. Der Nachteil ist, es ist sehr schwierig, die 40% zu erhalten. Man erhält entweder 20 oder 40%, je nach Anzahl der Zombies, die man getötet hat. Und wenn man nicht gerade auf Nahkampf geskillt ist oder einen Vorschlaghammer hat, ist es sehr schwierig, die 40% zu bekommen. Das ist der Nachteil halt. Ist auch nicht weiter tragisch. Gerade am Anfang ist Geld knapp und daher habe ich persönlich immer dazu tendiert, Muni zu sparen. Generell würde ich euch immer empfehlen, mit dem Angriff einzusteigen. Ihr findet halt 0, 4, 8, 12, 16, 20 Uhr statt. Immer einsteigen mit dem Angriff, die 20 Minuten die Tür verteidigen und dann könnt ihr mit 20 oder 40% Bonus dann auf XP und Money-Menge und so weiter und Top-Chances die Mission dann machen. Tipp Nummer 11. Als Tipp Nummer 11 empfehle ich euch auf eine Narre zu spezialisieren. Also nicht auf Nahkampf zu gehen, auf
Nahkampf zu skillen, weil das schwieriger ist. Man stirbt schneller, weil man nah ran muss. Man muss also viel dodgen, also ausweichen, viel sneaken, viel schleichen. Ich habe keine Erfahrung jetzt mit Nahkampf, aber ich gehe mal davon aus, dass man einfach langsamer durch die Räume kommt, weil man rüstig sein muss und länger braucht zum Töten. Man muss nah ran, also die Sterberate ist einfach höher. Wahrscheinlichkeit drauf zu gehen. Gerade in den späteren Levels, wenn dann die Zombies mit Auren und so weiter kommen. Oder Zombie-Bosse zum Beispiel, ist sehr schwer mit Nahkampf umzuhauen, so ein Boss, weil die immensen Schaden machen. Und wenn man da nah ran muss, ist einfach sehr schwierig. Also würde ich euch auf jeden Fall raten, euch auf eine richtige Waffe zu spezialisieren, um die dann zu skillen und auf Entfernung mehr oder weniger dann die Zombies wegzuhauen. Man verbraucht zwar weniger Munition mit Nahkampf, aber dafür braucht man dann mehr Medis. Also finanziell, wenn man höher spielt, lohnt sich nicht wirklich. Wenn man wirklich unter seinem Level einfach farmt, also 10, 15 Level unter seinem eigentlichen Level farmt, dann ist Nahkampf okay, wenn man alle mit dem Schlag weghaut. Aber wenn man effektiv halt leveln will, höher spielen will, Bosse töten will, ist eine richtige Knarre effektiver. Tipp Nummer 12. Wenn ihr euch so an eine Tür ranstellt, dann blockiert ihr die und es können keine Zombies in den Raum eintreten. Passiert ja manchmal, wenn man irgendwo rumläuft, dass plötzlich durch die Tür weitere Zombies reinkommen. Könnt ihr verhindern, indem ihr euch so gegen die Tür stellt. Tipp Nummer 13. Wenn ihr in Gefahr seid, könnt ihr einfach in die nächste Tür reinrennen. Die Zombies werden dann auf den ursprünglichen Startpunkt zurückgesetzt. Sprich, ihr könnt einfach in die nächste Tür rennen, seid außer Gefahr, könnt euch heilen, dann wieder zurückgehen, wenn ihr weitermachen wollt. Also ihr solltet immer versuchen, nicht drauf zu gehen, weil ihr dann die Hälfte XP verliert seit dem letzten Außenposten. Einfach in die Tür gehen, heilen, die stressige Situation halt vermeiden, unter Kontrolle bringen, sich wieder heilen und dann kann man normal weiterfahren, ohne jetzt drauf zu gehen. Tipp Nummer 14. Drops, die von Bossen oder Questmobs getroppt werden. Sprich, wenn ihr den Zombie umhaut und er am Boden liegt mit so einem gelben Rand, dann ist ein Drop drin. Wenn ihr dann aber das Zimmer verlasst und wieder reinkommt, ist der Drop weg. Selbst wenn ihr den nicht angelootet habt, also nicht angefangen habt zu looten, dann abbrecht, ist egal. Also schon, sobald ihr das Zimmer verlasst, ist der Drop weg. Und normale Loot-Spots, also Schränke oder sowas, die können auch verschwinden, wenn ihr sie angelootet habt. Sprich, ihr habt euch sucht den Spot, was drin ist, habt dann aber auf Abbrechen geklickt, seid dann aus dem Raum raus und wieder rein, dann ist der Drop auch weg. Tipp Nummer 15. Seit dem Level 50 Patch gibt es jetzt auch Random Spawns von Bossen, also die spawnen zufällig auch in normalen Räumen. Dann sind die 10 Level unter dem Bereich, wo ihr seid. Was hat der Entwickler gemacht, um ja, Situationen zu vermeiden, wo die Bosse nicht killbar sind, weil sie zu stark sind und in einem zu kleinen Raum spawnen. Daher hat der Entwickler das abgeschwächt. Die Bosse in den normalen Bosszimmern, also mit den drei Fragezeichen, die sind aber auf dem normalen Level von dem Bereich, wo ihr seid. Sprich, wenn ihr Level 30 Bereich jagt, dann sind die Bosse Level 30 in den drei Fragezeichen Zimmern und bei den zufälligen Spawns haben die dann Level 20. Tipp Nummer 16. In Krankenhäusern ist die Chance, dass Medis droppen, erhöht. In Polizeistationen ist die Chance höher, dass Munition droppt. Also würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr eure Mission gemacht habt, dass ihr danach dann, wenn ihr weiterspielen wollt, Krankenhäuser oder Polizeistationen farmt, um ebenfalls halt Medis für euch zu sammeln und für den Verkauf oder halt Muni. Tipp Nummer 17. An Wochenenden und Feiertagen wie Halloween, Ostern, Weihnachten gibt es spezielle Events, wo es mehr XP, Muni und andere Sachen gibt, also praktisch jedes Wochenende. Und plus die Feiertage. Und die würde ich halt ausnutzen, um schneller voranzukommen. An Feiertagen gibt es außerdem in der Regel noch 20% Rabatt auf Echtgeldkäufe. Also falls ihr vorhabt, euch Truhenplätze oder Skins oder sowas zu kaufen, dann würde ich euch empfehlen, halt die Feiertage zu warten. Im Moment zum Beispiel läuft ein Sommer-Event, 20% auf Echtgeld. Außerdem halt doppelte XP, doppelte Unique und Elitär Drop Chance und doppelte Munitionsmenge. Also lohnt sich auf jeden Fall, mal reinzuschauen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Checkt das Game auf jeden Fall mal aus. Ich liebe es und mit den Tipps sollt ihr auch gut reinkommen. Dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.